Was passiert eigentlich mit dem Wasser, das jeder von uns täglich einfach so wegspült? Beim AZV Südholstein gehen Schüler dem Abwasser auf die Spur. Was dort alles in der Kläranlage landet, ist manchmal kurios, aber oft auch sehr gefährlich. Deshalb wird Umweltbildung beim Abwasserzweckverband groß geschrieben. Seit 2010 ist er vom Land als Bildungseinrichtung für nachhaltige Entwicklung zertifiziert. Extra ausgebildete Klärwerkslotsen vermitteln, wie das Wasser aufwendig und in mehreren Stufen gereinigt wird. Erst dann darf es zurück in die Natur. Unter Anleitung nehmen die Kinder Proben, die sie anschließend im Labor untersuchen. Hier sehen sie, wie das Wasser immer sauberer wird und wie kleinste Lebewesen dabei helfen. Also unser Ziel ist es, bewusst zu machen für die Ressource Wasser. Was ist notwendig, um das Abwasser zu reinigen? Aber was können natürlich auch alle Menschen tun, um Abwasser an der Quelle nicht zu verschmutzen, sei es, was gehört nicht in die Toilette und so weiter. Das versuchen wir auf immer angepasste Art und Weise den verschiedenen Interessengruppen zu vermitteln. Die Schüler haben Spaß an den verschiedenen Aktionen, denn beim AZV geht es nicht nur ums Zuhören, sondern vor allem ums Ausprobieren und Selbermachen. Nachhaltiges Lernen geht so ganz nebenbei. Was darf denn jetzt nochmal nicht in die Toilette? Im Spielzeug. Und normale Alltagsgegenstände, halt Tabletten oder so Scheren oder halt alles, was nicht reingehört, außer Klopapier und was man halt auf dem Klo machen kann.